Hallo und herzlich willkommen zum neuen Bike-Präsentationsvideo. Martin hat ja schon vorgelegt mit seinem und deshalb kriegen wir Intro. Ich habe nämlich auch von mir wieder einen Support kriegen und deshalb auch ein neues Bio-Bike. Optisch absolut genial und ich habe da vor mir stehen ein WME 6.7. 7 steht bei mir für 27 Zoll, 27,5. Von ich beides hinten und vorne. Martin hat ja da 29. Ich habe einen S-Rahmen. Und habe dieses Mal 38er Gabel von RockShox zum ersten Mal. Ich bin jetzt auch so circa 1 bis 2 Wochen am Weg und habe es schon einige Male getestet. Ich habe nicht gedacht, dass sie mir wirklich passen würde, weil sie ja doch sehr stabile, kräftige und große Gabel ist eigentlich. Ich habe von 36 bis 34 alles durch und sie liegt wirklich sehr gut. Man kann natürlich da alles einstellen. Bremsen, wenn wir schon vorne sind, habe ich jetzt das erste Mal die TRP drauf. Ganz, ganz was Hightech-mäßiges. Ich habe es zum ersten Mal jetzt auch diesmal gehabt und bin jetzt richtig extrem zufrieden. Also, ich habe einen extremen Biss, Druckpunkt passt. Schaltung habe ich SRAM hinten drauf. Genau. Das ist auch super zwölffach. Was man da noch ein bisschen aufführen muss bei der Schaltung, das Radl, was jetzt die Vicky hat, das 6.7, ist relativ schon so ein Hardcore-Enduro. Das merkt man an den Features. Ihr Gabel ist gar nicht mehr sperrbar, ihr Dämpfer ebenso nicht. Und die Übersetzung hat hinten auf dem letzten Gang einen extremen Sprung. Also ihr fällt da einer. Also der, was sich das Modell kauft, Farbe cool. Er kann hinten die Kassetten tauschen oder lässt es kurz sein, aber es ist wirklich mehr das Bike zum Ballern und abfahrtsorientiert als das tourenlastige Rad. Aber es ist ja die Sinnhaftigkeit dahinter, dass wir halt ein bisschen schauen, was geht mit so einem Bike und die Vicky schlagt sich da echt tapfer. Ja, es ist super. Der leichteste Gang ist auch toll, nur die, der Zwischengang fällt ein bisschen. Der vorletzte, halt, genau. Wo man sich halt denkt, jetzt brauche ich den leichtesten und nicht, muss der leichteste. Genau. Aber von dem her, das ist ein Jammern auf hohem Niveau, kann man sich selber auch vom genau. Individuell umbauen. Genau. Weil du schon gesagt hast, Dämpfer habe ich auch RockShox. Passt auch top, voll gut, bin ich auch total richtig mega zufrieden. SRAM Kurbel ist bei mir auch noch drauf. Ich habe ebenso Mavic Felgen, aber ich habe die D-Max. Genau. Die ausgesprochen, D-Max. Sound ist auch da sehr gut. Optisch passend ist perfekt zu meinen Maxxis-Reifen. Ich habe schon umgebaut, waren bei mir auch Schwalbe drauf. Ich habe beide Minion drauf, Maxxis Minion. Wem es interessiert. Was man natürlich auch sagen muss, was signifikanter Unterschied ist, ist die Kettenstrebenlänge. Die Vicky ist wesentlich kürzer, das ist Conway heute recht kurz. Der 29 ist ein bisschen länger. Das merkst du im Uphill mit dem Klettern. Die Klettereigenschaften von 29er sind natürlich dahingehend besser, also mit dem 27,5er steigen oder ein bisschen durchrutschen ist da etwas vorprogrammiert, weil die Kettenstrebe nicht so lang ist. Dafür natürlich wesentlich wendiger. Das ist einfach so. Und das ist halt der Punkt, das muss man abwiegen. Das gibt es nicht gut oder schlecht, das ist wirklich so, ja. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch zum Design kurz, oder? Genau. Was ist bitte mit der Farbe passiert? Schau, sieh mal das, wie ich glaube, das sieht man in der Sonne, oder? Wie das reinstreut. Es ist so ein purple-lila, ja. Echt cool. Teilweise ist dann grau, es geht sogar manchmal teilweise, wenn die Sonne cool. Richtig einstrahlt, in das Grünliche da. Es ist einfach, das Design ist mega gelungen. Es ist absolut traumhaft schön, auch mit dem Grau dazwischen, das Conway-Grau oder Silberkalten in dem Fall. Und ebenso eine Storage-Box ist auch vorhanden, auch da unten, was den? Martin gehabt hat, da auch wieder schön Conway. Ja, passt der perfekt. Tipp, also in Summe bin ich jetzt die paar Fahrten, was ich gemacht habe mit so hochalpinen Geschichten, heute das erste Mal extrem hochalpin, absolut mega zufrieden. Es ist gefühlt höher durch die 38er Gabel. Was ich jetzt drin habe, ist das Bike für einen S-Rahmen höher. Auch zum Aufsteigen, es liegt einfach her und ich finde es aber ein positives Gefühl, also es gibt mehr Sicherheit. Was man aber vergleichen kann, ist natürlich, ihr Steuersatz hat da noch einmal einen Arzt besser Konusring und mein Steuersatz hat an einem Steuersatz, habt ihr es nicht. Daher hat sie natürlich immer 1 cm höher, das ganze Rad. Das ist aber die Ausstattungsvariante. Man müsste halt, wenn er jetzt hoch ist, den Steuerring da tauschen, auch kein Problem. Genau. Einfach alles noch individuell anpassen. In Summe bin ich echt mega happy, auch, dass ich das testen darf nochmal. Ja, ich bin jetzt mal wieder geflasht, dass ich sage, es ist immer noch besser. Also ich bin richtig, richtig zufrieden. Und wenn es weiterhin sehen möchtet, wie das Bike fährt und was mir damit so alles treibt, dann schaut es bei unseren nächsten Videos auch gekommen werden. Danke fürs dabei sein, macht es gut und
bis dann. Ciao, ciao. Und Link zu dem Bike kommt natürlich in die Videobeschreibung. Also, wenn es interessiert, die ganzen Details nochmal, findet ihr euch unter dem Link. Thank you.